War nur Zeit, da ist noch irgendwo was passiert. Hast du eigentlich den Northern Lords? Nein, ich hab gar keine Ding nicht. Gar keine DLCs. Wir sind nicht bei gewesen, ich hab auch keinen 6 Dörferkraft. Initializing. Ah doch, dass wir auf... Oh, Ton! Ich hab keine Ahnung. Alexa, schalte das Licht aus. Wie oft schaltest du das eigentlich aus? Und beziehungsweise warum schaltest du es dann überhaupt wieder ein? Weil ich vorher ausgegangen bin. Und da brauchst du Licht? Ah, aber bei einer geht. Warum? Weil es dunkel ist. Warum schaut die Grafik so Schrott aus? Da stimmt was nicht. Holy shit! Warum? Danke. Ja, das ist leider GUI Scaling. Warum? Oh, deswegen. Ja, okay, lass mal. 20. Riesig brauchen wir nicht, aber egal. Generic Pin Pimp, was? Das ist generic. Fuck you. Shadow Quality, unbedingt. Scale. Stop it! Things. Dienstgrade. In was ein Spiel? Spo. Hä? Kann Toto vor Napoleon. In Napoleon? Okay. Napoleon. Was? Das heißt, du musst es. Ja, der mit dem. Es hat noch nie das Spiel gestartet. Ich bin immer beim Installieren spielen. Du machst initialisiere. Vanille, oder? Ja. Vanille. Wenn Herr der Ringe Mod noch mal nicht spielen. Oh, Mod. Oh, Mod. Ja? Die Unterhopf weg. Unterhopf weg. Hey, ein Death Counter. Den könnt ihr da einbauen. Streamst du gerade? Ja, natürlich streame ich. Streame jeden Tag. Fast jeden Tag. Ich hab nur den einen Samstag nicht gestreamt. Ich habe Samstag. Ja, und deswegen ist mir gleich. Twitch ging gleich so: Ja, streame an 29 verschiedenen Tagen. Ich so: Fuck you! Ich hab einen Tag nicht gestreamt, oder? Was ist mit dir? Und ich bin schon weit über die 30 getrieben. Ich weiß noch. Ich habe einen Samstag im Frühling. Ja, wo ich mir einfach nicht durchringen hab können, niemand vor, oder zu streamen ein zweites Mal, weil ich dachte so, oh mein Gott, na, das erste Mal ist schon so super David, gegangen. Get some help. Und am Freitag, der Freitag davor war ich nur so richtig so, oh mein Gott, ich muss streamen, schnell. Und dann so, etwas garbage. Die ganze Zeit eingeredet haben? Was? War das nicht der Ding, Stream? Das war der Return to Monkey 2. Also da wo ich nicht reingekriegt habe. Da hast du nicht gleich rein können, das ist richtig. I tried.
You popped in existence and I ignored you. So, ich sehe nichts. So, I see. Aber erst noch 7 Minuten. Und so, es ist even worse. Ja, genau. Also, ich hab Maxi bisher. Du hast BC in New Show mitgekriegt, oder? BC in New. Ja, mach uns auf, bitte. Ich war schon ewig lang am Titel stehen. Es steht immer noch initialisiert. Was ist das denn? Spiel. Ja. Bist du sicher, dass ich die aufmachen soll? Ja, was du hast? Fuck it. Fenster schließen. Nein! Task Manager. ECNU. Aha. Ist ja in Ordnung. Ich bin da gefahren, dass ich hier drei, aber zweimal ausschießen muss, bevor es läuft. Ach so? I don't know. Ja, ich habe echt hässliches Kind gehabt, jetzt wenn es ausschaut. Meine Frau ist auch nicht super böse. Ich war nicht super. Die Family, eigentlich. Eigentlich. Wie hättest du das? Ich muss als Carol spielen. Wer ist der Kowal? Carlos. Alexa. Halt's Maul, Alexa. Alexa! So, Lexa, ja bitte, so, hey, nicht du Lexa, jetzt Maul, Alter. So richtig, wieder der gescheiteste. Oh. Aufs Maul? Nee, lass mal stecken. Ich hab gerade vor ein Ding gegessen, gell, ein Grießpudding. Essen Pudding. Ja, ist schon vorbei, er ist tot. Pudding. Na, kein Gigapudding. Gigapudding. Pudding. Wow, unser ganzen König Theodred auf der Rittermark. Ja, schön. König Balfall auf der Rittermark. Initialisierungsspiel. Ah, König Lelouch von Bretagne. König Jakob von. König Jakob von Bayern Tirol heißen. So erschreckend. Ja. Ich bin nicht mit der Niederlande. Oh. Okay. Doch. Mit Schwabe. Mit ohne. Da Spielhaus. Bobby Bab. Ja. Ah. Also, ja, nee, ist klar. Ja, nee, das war's. So. Schick. Ich weiß, es ist im Ofen, aber immer so schick. Ja, sicher. Also schickst. Mach das für einen Unterschied. Ja. Hinter mir sind Inken. Jetzt habe ich gerade kurz Angst gehabt, dass man sieht, was unser Passwort ist. Weil es darf niemand wissen, was unser Passwort ist. Du darfst es nicht sagen, oder? Entschuldigung. Nein. Halt die Klappe, du perfekter Jude. Eric, hast du gerade das Wort benutzt? Jude? Nein, er meint verfickt. Karl, das hast du wieder verfickt gesagt. Stanley, ich kenne ihn. Was ist denn schon dabei? Tu doch keinen Weg. Verfickt, 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 verfickt. Ich wollte gerade Ding, ich wollte gerade schauen, wenn ich mir Charakter selber erstelle, ob ich fucking Immortal krieg. Aber nein, das gibt's aber noch nicht. Ja. Immer mit Vanille. Ja, mit Vanille.
So, Jahr. Ja, ich muss jetzt erst einmal schauen, dass ich Spitz kommen bringe. Jahr. Maxi, du musst das Spitz warm hochschießen, dann geht's. Alles klar. Alles klar, Papi. So war der Rules. So war der Rules. And so do I. Was? Arieti? This is the way. This is the way. Aha, aha, I like it. Gibt's für den Sabaton, Carlos Rex. Apropos Sabaton, Carlos Rex und Zyklo. Was tust du? Na, geh weg. Na? How dare you? Lübike. Was? Wo kann ich eigentlich ein YouTube einstellen, dass ich das gleiche Lied aber wieder hören möchte? Rechte Maus, du hast einen Loop oder so. Thanks. Wer stellt sein, dass ich den Seven Lab immer wieder her? Du gibst das Lied, den Liednamen ein nach 10 Stunden. Oh, Count Dooku. Thanks, Maxi. There is one. King Charles the Bald of Westfrank hier. Bald? What? König Bald Ludwig the Second the German. Was ist in Englisch eingestellt? Keine Ahnung. Ich glaub, Dinkus ist sogar in-game. Das glaube ich nicht. Du hast Clausewitz? Clausewitz shouldn't be a thing yet! Aber also Clausewitz is still immer a thing. Oh! Oh mein Gott! There is a thing! Na. Maxi? Ja? So geil! Du kannst aus Preußen spielen. Ich kann es gar nicht spielen, weil ich kann mich gar nicht lohnen. So schon gesagt. Jetzt hat er eben gegangen in Zellis. Du kannst es umfahren, Preußen spielen! Preußen! ZZ! Dutzend! Ja, schön. Ja, ich muss trotzdem neu starten. Weil. Und dann steht es gleich auf Deutsch. Es ist auf Deutsch und steht dabei so quasi. Ja, some changes may have take effect after restart, so fuck you. Ja. Du musst auch schauen, dass das. Weil es ist nicht um Deutsch, sondern in die Spieleinstellungen muss Deutsch. Ich weiß. Das sehen. Wie langsam kann man das eigentlich machen, dass das Spiel startet? Yes. Also, wie gesagt, ich hab's dreimal starten müssen, das ist gegangen. Ja, ich bin jetzt ab dem dritten Mal starten, aber. Ja, das heißt, aber mittlerweile, mittlerweile ist wirklich so, ich hab Musik gehört, es ist schon weiter als wie davor war. Ja, ja, Musik ist der Indikator. Das ist der Indikator. Not the way. Es dauert aber so ewig, bis die starten, oder? Bumm, drin! Wie schnell war das jetzt? Ja, wenn du schon mal gestartet hast, geht's schneller. Aus irgendeinem Grund. Ja. Was zum? Oh. Gut, dass ich das wieder mitkriege. Initialisiere Spiel. Warum jetzt nochmal? Habe ich vorhin schnell gestartet gehabt, tut mir leid. Schön, schon 17 Minuten gestreamt und noch Korn. Nur nichts passiert. Gar nichts. Nicht einmal der Charakter. Yay. So. Björn von Uppland. Achso, ich bin zu Schweden, okay. Ja. So hast du. Ah, ich los gerade absichtlich Carlos Rex. Ah. Und ihr wart. Oh, ich war noch. Okay. Sollen wir Verbündete werden, so übers Meer drüber? Können wir machen. Dann musst du aber einer von den Dingen werden. Finnland. Jorik.
Ja, auf Finnland machst du? Ja, wie gesagt, übers Meer drüber. Über Meer, das ist ein Busen. Ja, even better. Ja, wenn's mal dann haben wir extra. Wenn ihr was möchtet? Wenn du mein Untertan werden willst, warum nicht? Ich hab mir nicht das besessen. Als. Lelouch. Schon wieder. Na, weiß ich nicht. Mir ist scheißegal, was du spürst. Bretonisch. Ich möchte nur dazu sagen, wenn du direkt neben mir spürst, das dann kann ich nichts dafür. Ja, yeah, that's not even neben dir, really. Finnland ist mein direkter Nachbar. Ach was, wir haben nur eine Seegrenze miteinander. Nein, wir haben auch normale Grenzen miteinander. Wir sind von Uppland. Du bist Uppland. Ja, ich sage, da kommst du um mich, aber es ist eine Meergrenze. Nein, es ist nicht. Doch, da kannst du zu Fuß umgehen, aber... Ich kann von Uppland auf die Insel zu Fuß gehen und ich kann von der Insel zu Fuß nach Finnland gehen. Ja, yeah, still it's water in between. But I don't have to pay costs for shipping. Tja, das ist doof. That's unfortunate. So. Okay. Magst du spielen Kassel? Innsbruck. Ein Klassiker. Ich würde gerade sagen, wenn du Kassel spürst, musst du aufdenken, dass... Oder soll ich die Hanse probieren aufleben lassen? Soll ich Lübeck spielen? Preußen spielen? Was? Preußen! Preußia! Prussia! Brutzen! Warte mal, ich komm glaube ich, geh grad schnell brunzen. Ich geh schnell brutzen. Aber er ist keusch. Was ist er? Keusch? Das ist neue Lohner? Na, das bringt leider nicht ab. Er bleibt bei Preis. Naja, aber es wechselt die Stats. Ja, aber er bleibt bei Preis. Oh, Krakau, that's a thing. Sando Mires. Yay, meine Güte, Diplomat. Yay. Ein Kriegsführer. Carfinia. But why? So wie Venetia. Durchlaucht. Achso, ja, den kann man nicht spielen, gell. Okay, bis ich es ausgesucht hab, geh ich wirklich nochmal brutzen. Geh brutzen, geh preußen. Ja, das verstehe ich. Spiel nicht, ja. Kann man nicht anspielen. Zu Italien spielen? Nee. Ich meine, ich konnte schon die Bretagne wieder spielen, irgendwie, aber. Dann hänge ich wieder mit dem Estfranken drüber wahrscheinlich. Duag. Hallo? Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich doch in... Ja, scheiß drauf, ich spiel Monty Gio, scheiß drauf. Dann machst du. Anyways. Same procedures. The same procedures every year. No. Was ist das? Waringer Abenteuer? Was ist das gewesen? Was? Was? Mischkultur bilden? Was?
Wir haben eh eine Pause drin, oder? Ups. Schon nicht. Okay. Wow. Fuck you in particular, Alter. Ah, weh, weh. Mein Hof, die ist echt furchtbar beieinander. Mein Hof hasst mich. IQ 3 Konkubinen nehmen wir, ne? Mhm. Und das Spiel schaut mir so vor, ey, ich kann 2 Konkubinen nehmen, die was ich da hab, ne? Die ist 71, sie ist fucking 30 alt, das war ich, Alter. Ja, widerlich. Oder Radigams oder wie? Was? Doch noch ein bisschen. Maxi, geht bei dir? Maxi! Weg nach einem soliden Jahr! Halbe Stunde! Hat er geschrieben? Nein! Aber es dauert schon eine halbe Stunde, bevor wir irgendwas anfangen! Bevor Max nicht vorher ist. Was auch immer er tut. Was er bitte macht? Aber dann irgendwas für zu viel gearbeitet. Ich muss ein Herzogtum unterwerfen.
Das hol ich mir wirklich jetzt noch schnell was. Weiter was. Aber war schlecht, wenn du jetzt startest. Ich hab Krieg. Ja, ja. Okay. Bis gleich. Papa Pizza. Und he's back. Yep. Really? Oh, yeah. Maus, so. Wo ist mein Kriech-Thing? There is a Kriech-Thing. Okay, kann losgehen. Warte mal, warum geht das nicht, oder? Was? Ich hab dreimal versucht, meinen fucking Namen zu ändern. Keine Ahnung. Vielleicht musst du dazu nur das Spiel starten.
How dare you, Alter? How dare you stand where he stood? Das ist knapp. Okay. 200. 200 und das flotte Karotte. Komm. Komm jetzt. Komm jetzt. So. Hallo. Das ist schon frech, oder? Wenn dein eigenes Land belagert wird, einfach einmal quer durch halb Europa durchsegeln und dann bei mir drüben Gebiete einem anfangen. Was sehen sie ja wieder, die beiden Sauen?
Nice. Die Bretagne ist meins. Komplett. Die Pep. Finally, it's working. The sky by Sicarolis rise. Kann ich jetzt irgendwo meine Kultur anpassen? Sagen, okay, ich möchte auf andere Kultur wechseln. Muss deine Kultur abzweigen? Leben.
Lebenswandel. Ist es links unten? Nordisch, oder? Klicken. Nordisch? Ich bin ja aktuell nur, ja. Der Montague war nordisch am Anfang, was total weird ist, ja. Warum möchtest du nicht nordisch sein? Nordisch ist the most superior way. Ich war eigentlich gern bretonisch, weil dann war ich nämlich gleich Kulturoberhaupt, um das geht's. Ach so, mal. Ich bin pragmatisch. Aber ich kann dir helfen, nordisch zu... bleiben? Zu... bevorzugen. Jawohl. Nordisch bist, du nie ist Kultur überhaupt sein. Weil du bist es, ich weiß. Ich sehe es gerade. Jarlbjörn, Ding. Aber ich bin jetzt auch ein Jarltum. Sowieso geil, in der Bretagne. Ich bin ein Jarltum. Ja, weil du der fucking Jarl bist. Du bist da wo ein fucking Nordmann. Was wüsst denn jetzt, Alter? Ich weiß. Was so? Jetzt ein Jarltum. Here in France, I mean, I invaded the country as a Nordman, and I'm Nordman, and I'm bringing a Jarlstrom to this, but... Eure Kultur ist nicht mindestens einer grafisch, also... Ja, aber ich will ja eigentlich auch nicht mehr nordisch sein, kann ich meine irgendwie wechseln? Du musst Ding, du musst... ich glaube, du musst da vorne von deinen Untertanen gehen, der was britannisch als Ding hat und die mit dem. Ich habe eigentlich Leon. Grafen. Grafen von Leon. Und der ist. Nordisch! What the fuck? Seriously? Ja, aber du hast ja irgendwelche Leute da, oder? Ich schau gerade. Also, nein, ist auch Nordisch. Nordisch? 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 Du hast doch irgendeine Bauernummer stehen haben, der was. Aber wie kann das alles nordisch sein? Das war hallo, das war das ganze Ding. Okay, anscheinend ist bei dir alles nordisch. Das hat ziemlich schnell gemacht. Achso, sie müssen jetzt anders. Suchen. Kultur. Wie heißt das? Bretonisch, glaube ich, heißt es so. Bretonisch. Die ist 29. Are you fucking serious? Spracherwerb. Versucht die Sprache bretonisch. Verbessert die Meinung aller.
Ich bin der Herrscher. So. Ich bin König. So, Ding verlegen ist gegangen. Reichssitz hierhin verlegen. Sohn mag mich. Mich hassen echt alle. Es ist echt schwierig zum Arbeiten bei mir. Minus 66 habe ich jetzt einen vergeben. Das ist, der war auf minus 100, also ich muss echt schwer aufpassen. Oh, ich will gerade mein eigenes Land überfallen. Nee, ein Genius, ja, ja. Das Land bringt 19 Gold, das muss ich mir vorhin. Warte, aber das ist mein Land. Nachdem, dass ich drin gestanden bin, weißt du so? Mein Marschall ist da gestellt. Warte mal, mein Marschall war doch mal so. Keine Ahnung. Nö.
Die fucking Drecksau schlecht, Alter. Hat irgendjemand von euch einen Haufen Truppen? Was? Hat irgendjemand von euch einen Haufen Truppen? 3000. 3000? Ja. 4000. 4000 ist zu wenig. Dann. Mehr haben wir nicht. Was? Okay. Bitte. Ich hab kein Geld dafür. Es könnte jetzt ein bisschen dauern, weil es kommt sein, dass er gleich weg, gell? Okay. Die greifen gerade 8000, also Armee von 8000 Leute. Anyways, let's fuck it. Oder? Und sie fordern meine Hauptstadt. Swift and smooth, Alter. Swift and smooth. Was ist die ärgste Frechheit, Finn? 5000 von denen Leute, die was mich gerade angreifen, sind die Leute, die was ich gerade unterstützt habe, dass sie ihre fucking Gebiete in England kriegen, oder? Okay, ich hab genau eine Chance. Ich nehm so eine fucking Hauptstadt ein. Und zwingen er aus dem Krieg. Better not, you son of a bitch. Nice. Wow, thanks game. Du wirst überfallen. Ah, na, Mas, die siegt die 8000 Leute nicht bei mir im Land, oder? Wow, ich hab gerade einen Verbündeten gekriegt. Mein Verbündeter hat 84 Leute.
Länder überhaupt? Meine Verbündeten sind die zwei kleinsten, geschissensten Länder überhaupt, Alter. Die siegen gerade meine Hauptstadt nieder, oder? Ja, aber ich siege gerade eine zweite Hauptstadt nieder. Scheiß Bullshit-Mechanik da, ne? Ich hab mehr Rücken gehabt und ich hab die Vorteile gehabt. Die ganze Zeit während dem Krieg hab ich mehr Leistung angeschlagen und bin trotzdem verloren. Bullshit, die ganze Zeit plus zahlt da, dass ich mehr verändert erwisch und bin trotzdem verloren. Weil sie auf den Job macht, dann bin ich nicht verloren. Wow, ich habe eine niedrige Gemeindekontrolle in Oppland. Oppland wurde gerade vom Feind eingenommen. Why? Warum habe ich wohl eine niedrige Gemeindekontrolle? Fickt's euch, Alter. Okay, meine einzige Hoffnung ist, dass ich jetzt Jorvik die Stadt einnehme und den Typen von Jorvik niederbrenne und er dadurch aus dem Krieg aussteigt und ich dann nur 2000 Leute, also mit 2000 Leute, 3000 Leute herputzen muss. Die Hoffnung. Hoffnung, Alter. Well, I guess not. Erhält die Eigenschaft sehr Soldat, aggressiver. So, also wie es ausschaut, darf ich nichts Bretonisches haben. Ja, gut. Bretonisch stirbt aus. Fertig. Ende. Das, du machst Nordisch? Ja, na, ich möchte eigene Abzweigung haben, logischerweise, weil ich not Nordisch im Start. So, auf Suche mal nach der Eigenschaft. Was war das? Wohlgestalt? Nein, nicht Wohlgestalt. Wow. Meine Verbündeten haben mal Truppen geschickt. Ja. 6 und 4. Okay. Nicht Armeen, sondern Amanda. Okay. Haus Babenberg. Na schau, da haben wir doch was. Ist du fränkisch oder scheiß drauf? Jetzt schon eine Eigenart. Der Wichser da. Weil er einfach. Oh, das ist Maxi sein. Ah, das ist ein Maxi sein Kind. Oder sein Untertan. Conny, deine Tochter von Herzog Luitbert. Ah, das ist deine Tochter. Möchte Bündnis. Maxi? Ja? Ist ein Bündnis? Anscheinend ja. Weil deine Tochter ist Herkules. Hat Herkules-Gene, das finde ich gut. Ich was? But why? Was ist die Herkules? Herkules. Was ist die Herkules, oder? Merkules. Okay. Also ich gehe davon aus, dass ich gleich mal hier bin. Warum? Weil ich 8000 Leute in meinem Land habe. Und meine Truppen nicht einmal in meinem Land messen. Das ist schlecht. Da hätte man denkt so. Hä? Ich nehme Schweden, dann nehme ich England. Und die Engländer so. That didn't work. Und die Engländer so. Du warst schon mal da, oder? Und ich so, ja, ich hab derner Leute, die ich gerade angreife, helfen eng zu unterdrücken.
Sie so. Hm. Yes, that didn't work out for you. Mhm. Mhm. Ich brauche halt jemanden, den ich vertrauen kann. So ist es nicht. Ich kann es vertrauen. Ja, so. Da, nimm Rennes. Was? Nimm Rennes. Rennes. Kriegst du ein Ding von mir. Wieso? Kriegst du eine Grafschaft von mir. Wow. Ja? Siehst du mir. Okay. Ich korrigiere das. Du kannst mir nicht vertrauen. Dann machst du. Nimm das. But I am the Lord of the Britannia. I am Lelouch. You can be Lelouch. I am die Lelouch. Die französischen katholischen Populisten haben sich gegen mich gebildet. Ich, Oh nein, nicht die Franzosen. Oh la la. Oh, Island hat sich gefallen. Die Bauerngemeinschaft von Montague. Also, ja. Mein Gegner hat nur ein neues Bündnis geformt, oder? Ist was? Was? Da. Das halte ich für einen Grilleiter, oder? Er ist blutsverwandt mit mir, weißt du, er ist mein Bruder. Und er mir schirkt bei mir fucking Eier, oder? Ja, Mann. Der Vieh hat er jetzt eine tote Frau. Tja, doof, ne? Brauch keine Angst. Ich hab sie ihm wieder geschickt. Ja. Der Kopf ist verloren gegangen. Hängt bei mir in der Mauer. Aber wenn er herkommt, kann er sich auch schon. Jawohl, sie nehmen nicht gerade meine Hauptstadt ein. Kann er sich gerade mal kaufen. Was? Oh mein fucking Gott, das geht. I guess I did that. Did what? Me. Sweden. And now you die? Now I die, yeah. Okay. Ja, siehst du. Ja. Wir haben deine Hauptstadt eingenommen. Und fast alle von deinen Gebieten. Und ich so. Ich bin der König von Schweden. So, ja. Anyways. Ab mit seinem Kopf. Ja, haben sie eh nicht mehr so. Sie haben gerade meine Hauptstadt abgenommen. Tode liegt die Wiedergeburt. Vorteil zu euren Gunsten. Irgendwie habe ich das Gefühl, das haben wir verkehrt gemacht. So. Ja, Vorteil zu euren Gunsten. Du verlierst. Deswegen. Ja, viele, Herr Maxi. Auswahl, was oder. Auswahl, was oder wer geopfert wird. Wow. Der Gewinn oder Verlust von Volksmeinung. Ich halt einfach drauf.
Wow. I guess I did that. Ich so, ja was, ich hab den Krieg verloren. Ich hab mein Hauptstadt eingenommen. Magst du mein Verbündeter werden? Ja, da geht es. Für Odin, für Freya und Njördjur. Njördjur. Und Cornwall schon wieder einnehmen. Immer Cornwall, ich weiß. Ich konnte einfach wieder Cornwall angreifen. So much so. For me. Der Bub kommt schon, der Bub ist ein dummer Hund. So, wo ist es da hinten?
weil ergreift bin ich mich nicht an, wenn ich zur Nacht stehe. Ich hab gut nichts einnehmen von mir. Aber wenn ich im Krieg war mit dem, also mit seiner Armee, dann verliere ich. Ja, ich friere meinen Preis gerade. Dann kommt er noch mehr. Warum soll ich den Kampf, einen Gerichtskampf machen? Wenn mein Typ richtig scheiße in Kampf geschickt ist. Den da oben oder was? Müsste ein paar Orangen auch noch. Weiß nicht, ob die Orangen nahe gegen die arbeiten oder nicht. Jorvik? Nein. Orangefarbige Gegner quasi. Also da steht drauf, feindlich oder nicht? Ja, Orange heißt normalerweise, dass ich sie eigentlich angreifen könnte. Ungeschoren. Weil sie dementsprechend. Hast du 5000 Armee? Ja. Das, also eine, ist das andere ist leider. Ich probiere es gerade, aber er haut mir aber. Ah, ich habe einen erwischt. Ja, wunderbar. Das war der Chef. Kannst du knife, oder? Der Witzer, Alter. Mir hat jetzt ein bisschen gehalten. Danke. Du hast auch 5000 Armee, so richtig so ungläubig. Ja. AG, ich hab gesagt, der Match ist mir zu weit weg, oder? Für was? Ich kann mit dir in Kontakt treten. Ja, ich hab in Max sein Kind geheiratet. Also, mein Bruder hat in Max seine Tochter geheiratet. Oh, da gibt Lösegeld. Lösegeld! Nice. Ich hab's auch mit Maxi kann in Kontakt. Nein. Hab's auch? Ja. Hey, warte mal, kann ich nicht Deutsch lernen oder sowas? Bayerisch? Von dir? Oder sowas? Maxi? Cool. Warte mal. Wo ist denn der König? Herzog von Österreich. Was bist denn du? Wo bist du? Bern.
Masterplan, Alter. Ich lasse einfach meine ehemaligen Feinde, was jetzt meine Verbündeten sind, Säge für mich ausführen. Dass sie so geschwächt sind, dass meine fucking Hauptstadt oder so geht. Wow, Maxi, kannst du nicht ältere Kinder haben, Alter? Naja, sie gehört mir. Nein, oder die Elisabeth von Babenberg. Kannst du nicht, die Ding? Ja, die ältere Wärme ist 13. Ja, ich bin wie... Die Irmeltrut. Die Irmeltrut, das finde ich gut. Alter, was hat denn sie für... Achso, das ist mein Bub. Mein Bub ist auch heftig. Aggressiver Angreifer, fähiger Taktiker, Glaubenskrieger. Und er ist sadistisch. Wie geil, er ist sadistisch, das passt so gut einfach. Und die Irmeltrut ist ungeduldig, ehrgeizig, schüchtern und neugierig und eine Amazone. Ja, fuck. Oh, die Domänenkontrolle ist safe, nice. Innsbruck ist auch so geil, oder? Wieso? Die Anführerin ist verheiratet mit dem Herzog von Österreich. Aber Innsbruck ist klar Vasall von Österreich. Aber indirekt hat der Herzogtum von Österreich was der Innsbruck. Leider unverletzt zu haben.
Meine Kuh ist gerade gestorben. Fuck. Alter, das mit dem Hof schaut schon ziemlich nice aus. Ja, nice Karo, das ist alles. Fuck, Alter, lass das Lied schon eine Stunde ziehen. Nein, ist dummer Trickstart, leider. Ey, wann ist das passiert? Scheiße, eben so passt. Der eine Arsch mit seinem blöden Glaubenskrieg. Der neue mit da. Fuck you, jetzt kommen sie alle da ja, Asturien. Maxi, du hilfst nicht, oder? Was ist jetzt? Ich hab einen normalen Krieg auch. Ich will jetzt die zu. Nö. Weiß ich nicht. Achso, ich weiß warum. Mein Bub ist gestorben. I guess that happened.
Das ist richtig. Hast du einen Handkopf? Nö, was war denn? Ich hab einen Pup. Der hat auch einen Pup. So. Aus Bamberg, die Irmeltrud. Ja, die ist wieder frei. Ich hab aber kein Bündnis da draußen. Also. Interessant. Ich kann das jetzt trotzdem mal forschen. Weil ich hab die eine Code aus dem Knast ausgelassen, dass sie meine Konkubine wird und sie so. I'm pregnant. Bitchy, what? Hello. Ja. Warte, vielleicht hat sie da Untertane. Sturm und der einzige nahe Verwandte, wo kein Totale bei dir. Das heißt, du machst jetzt einfach nieder und holst das Gebiet wieder zu dir. Mit Niedermann ist nichts, weil anscheinend gibt es einen Sturm. Er macht doch fertig. Was? Krasse Schuh oder was? Ja. Wie schnell ist denn der? Ich hab umgegriffen, noch geschaut. Ja, er hat 400 Armee auf. Ja, locker, oder? Ein paar Mäste. Ja, glaube ich, hat es. Geh mir schwer davor, dass es eine Söldnerkraft hat. Na, endlich habe ich den dummen Arsch da.
Der König Adelfonso. By the way, die haben das wirklich verkackt, oder? Wenn du beim Kleck einschaust und da steht zugunsten ihres Feindes, zu deinen Gunsten. Wenn da steht zu deinen Gunsten, das ist zugunsten des Feindes. Ihr seid gestorben. Ihr seid nicht verhärtet. Hat er Grafschaft gehabt, oder? Warum wäre er denn so? I got what? I guess I did that. Wir haben da eine Gleise, ne? Wow. Ich konnte ein Gebiet als meinen Vasallen ins Land einbrucht, ne? Mhm. Die erste Nachricht, was ich gekriegt habe, so: Ihr werdet überfallen, Räuber, bla 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 bla. Was ist das? Fuck you, Alter.
Maxi. Ja, genau wie ich stirb, gut. Hab's auch die erste Kampflinie verlieren, nur weil ich auch meine kurze hingeschaut hab. Was? Es gießt doch zum Kotzen. Mimi. Was gehört denn diese? Axel? Was? Au, oh, zur Hölle hast du das zusammengebracht, oder? Was denn? Dass du Mitglied von Westfranken bist und Villach weder zu Bayern noch zu Westfranken gehört. Ja, ich hab keine Ahnung, wie sie Villach mit dem Ort gehalten hat. Ey, das wundert mich. Das ist zwar Freundschaft und sie ist noch von mir gewesen, aber keine Ahnung, wie sie auch weg gewesen. Ich denke nicht, mit Ostfranken passiert, oder? Kommt der Maxi wieder oder was ist das bei ihm? Maxi, doch. Ja, das heißt, du kommst jetzt nicht mehr. Oder was? Ich hab alte Pferde. Ah. Der war ein Wichser verloren, der muss sie drei ist, seine Depression verkauft. Ja, das hätte ich aber davor auch sagen können, oder? Ich sehe, man kämpft nicht gegen Leute, die was im ersten Go Battle haben, als wie sie selbst. Beide. Ich hätte mir gar nicht so viel in dem Spiel. Weil eben mir Geld. Eine Spur, mein Land mit Geld, oder? Aber auch, du bist sehr flächig. Ohne Scheiß, wenn du in Graf Montague kannst, echt einmal probieren. Das ist am Anfang so fun, weil du hast einfach viel größere mehr wie ganz Bretagne. Dann tust du als Grafschaft gleich mehr Herzogtum einnehmen. Dann kannst du in Leon Grafen Manu gleich unterwerfen. Das geht gut. Das Problem ist nur, wenn der Alte stirbt, dann geht es mich ganz schön schnell in den Bauch runter. Ich geh mal ganz schön schnell nach hinten. Ich hab's zusammengebracht, dass ich gerissen bin, dass ich vorhin krieg, wo ich nichts mehr gemacht Verbündeter kommt mit 4700. What the fuck haben wir für einen Verbündeten? Jorvik oder? Der Jarl Siegfried. Jarl vom Seierland. Er ist der Siegfried von Halfadan Sanson. Der Sanson.
hast du jetzt eigentlich nicht mit Putzen gespielt, oder? Wer? Putzen. Nochmal. Putzen. Ja, sie pritzen, sie pritzen. Das ist so ein Sanitär. Wenn ich denen hier zugreife, dann sind zwei Verbündete. Boah, meine Untertanen. Ich muss, glaube ich, eine Ware angreifen, sonst wird das nichts.
wieder da. Warte mal, bist du jetzt Survivor-Leid? Ja. Ein Kind verheiratet? Ja. Na, verlobt, oder? I guess. But that child helped me so much. Kannst auch kein Nevada, kein Scheißen gehen auch. So, ich kack mir in die Haus. ich kack hin. Ja, we did it. So, zwei weiße Frieden und drei Siegel. Verdammt. Prinz Carloman? Ist das nicht Charlemagne? Was? Prinz Carloman ist entkommen. Verdammt, die Ding verfolgt. Verlangen also löse Yield. Möge euch die Pest holen. Der Kriege. Also, ja, Glaubenskrieg, ey, Glaubenskrieg, Glaubenskrieg. So, fuck you. Na, ohne Scheiße, sind sie zu viert oder zu fünft aufgestiegen und das, ganz zum Schluss war ich das kritisch worden, wenn er einen Verbündeten gehört und der hat zusammentreten ist. Okay, ich glaube, wir haben sogar gleich einen. Ja. Das ist Ruiz. Auch eine von unseren heiligen Städten ist in fucking Barabau, oder? Was ist eigentlich noch der Maxi? Der I? Gone. Maxi, du kannst immer noch als Graf Kobo von Kobo spielen. Ich glaub nicht. Oder als Graf Bruno von Olsa. Oder du spürst als fucking Jarl Sigurund Schlangenauge von Sierra Land und wirfst sie mir. Oder es ist voll wie Tüfe. That's a point. Ich hab grad Zeit nicht, oder? Du nicht. Oder es ist voll wie Tüfe und die Lumpen hier. Auf die ganze Runde. Wie du machst. Und das Beste ist, Max, mal echt schauen, dass man Ding euer Königshof haben. Königshof gibt es jetzt so viele neue Sachen. Ja gut, erst bis morgen. Okay. Hallo Max. Auf Teil. User disconnected from your channel. Ich weiß nicht, wie du managen willst. Mich als falsche Kind, aber für das kann ich nichts.
auf nach Paderborn. Zeit für die Abreise. Thank you.
jetzt 3 Artefakte, gell? Mhm. Bär und ein paar Rüstungen. Ja, wieso nicht? Weil mein großer Feigling ist, dass er 2 Rüstungen braucht. Gute Nacht, Toni. Ich sag dann mal gute Nacht, sagt er. Bist du auf Montag oder was?
Ach so, für Übung hat er gehabt. Verbündeter, den ich gerne als Feind hätte, hat mich gerade in einen Krieg gerufen. Die so, sicher will ich wieder. Und dann tust du nichts. Schick deine Truppen schon mal los. Es ist ziemlich ausgeglichen. Wir sind 11.000 gegen andere 10.000. Meine 2.500 Leute stehen daheim. Was ist der so? I support you. Geist, du nicht Money. Nach mir selbst. Aber gut, dass ich baut habe. Krieg erklärt. Fuck you. 5.000. Ja, ich geh durch. Ja, aber ist nicht so schlimm. Ich will auch schon durch. Krieg erklären, ne? Und dann hat er nie dazugehört zu seinem Krieg. Jetzt hat er statt 4.000 Leute, hat er einfach mal 8.000 ausgehoben. Okay. Das heißt, ich war sowas von Norsch gegangen. Norsch. Warum ist mein Verbündeter nicht mehr verbündet? Weil er gestorben ist, schon. Bis zu einer Lücke mehr, dass er da helfen kann. Verbündet mit. Ja, weil er nicht. Was? Jorvik? Mhm. Oder wer machst? Ja, einen Verbündeten eigentlich, aber. Du hast zwei Verbündete. Ja, wurscht, aber jedenfalls kann er nicht rufen. Obwohl es ein Glaubenskrieg ist und der eigentlich. Ich glaube, aber das würde. Ja. Dumme Biatsch. Gern helfen, aber meine Leute weigern sich mit Notion um mit zum Schreien. Okay. Obwohl immer, was mir gerade auffällt, oh, jetzt war ein fucking gleichen Verbündeten, ne? Yes, I'll die too, Alter. Das ist ehrlich ganz krank. Ich hab fucking 2 Minuten nicht aufpasst, weil ich schau, was bei dir los ist. Rauch zurück in den Krieg, wo sie eigentlich gar nicht dabei sein wollte. Und meine fucking Armee ist gerade aufgelöst worden. Weil fucking 10.000 Leute auf meine Armee zurückmarschiert sind. Schon, na, na. Er kommt nicht auf den Typen G, der was direkt erklärt hat. Na, na, na. Was passiert?
Natürlich, wird beim Glaubenskrieg fucking Sachen annulliert, natürlich. Glaubenskrieg ist ein Schrott, weißt du das? Ja. Was du dann zwingen? Was? Toller Glaubenskrieg, ich hab euch noch kein Ding, ich hab euch noch keinen anderen Glauben. Dann hilft dir der Glaubenskrieg nicht. Cool. Er hat sans priori eingenommen. Ja. Das Ding ist automatisch zum Katholizismus. Ich frag mich sowieso um Wessex da, warum wir der jetzt nicht helfen können. No. Thanks, guys, dass ihr euch jetzt gegenseitig zu Schweden einschlagt. Das ist ja. Echt so, echt gerne mal schaffen, reden, skrieren und so weiter. Ja, war geil, wenn mehr mehr auch mitwachsen da und nicht alles andere so. Ah ja, by the way, I'm here now, fick die! Genauso wie vorher, Königreich Nevara war voll relativ groß und war verbündet mit Asturien. Irgendwie hat Asturien Nevara voll was aufgefressen. Okay, dann hast du. Wow, mein Kind hat gar nichts. Kein einzig, hat keine einzige Eigenschaft gekriegt. Wow, look at the Mann, kannst du den Krieg jetzt nicht einfach verlieren einmal? Kommt Wessex nicht doch irgendwie in Sturm? Ich hab schon versucht, sie zu unterwerfen, sie weigern sich. Ihr seid gestorben. Eirik. Was ist das happened? Achso, ja, die Ding hat schon geholfen, die meine letztens, aber. Ja. Absolut der Freude war. Sondern.
soll ich meine Halbschwester als Hofnarr einstellen? Das würde zu ihr passen. Oder was? Ah, geiler Scheiß. Warte mal. Die anglo-nordische Mischkultur. Das möchte ich jetzt gerade mal gesagt haben, ja, das habe ich echt gut hingekriegt. Der Typ ist gestorben. Mhm. Und die echteste Provinz, was ich habe, hat nicht so schwer dazu. Volksmeinung minus 75. Jetzt fängt mir der Schreiben an. Der fängt der Schreiben. Der Wichser, der mir das Ding angenommen hat. Was will er von mir? Warte mal, bist du nicht der rechtmäßige Herrscher der Britannia? Ich bin. Bist du auch nicht zurückgefahren? Doch. Aber es ist deppert. Ich hasse es, wie er schafft es, der Typ, dass er den Krieg trotzdem noch gewinnt. Der schafft es auch noch so, dass ich mein ganzes Zeug verliere, nicht er. Hey, der Maxi hat meinen Mannfirma genommen, was will der? Und wie vor allem? Ich hab gesagt, der Maxi hat komplett die Rolle genommen, Alter. Und wie zum Teufel? Ich spuck Blixen und Liens. So. Wir werden morgen wahrscheinlich CK3 spielen, oder? Können wir machen, eigentlich.
Ich muss unter den Druck spielen, ich möchte jetzt endlich einmal fucking Carlos Rex haben, oder? Ich muss nicht fassen, dass der... Da hat er nicht mehr was gibt. Ja, du musst speichern, du hast aufgemacht. Was? Du hast aufgemacht. Ich will mal speichern, wir fangen dann morgen sowieso wieder. Ja, wie du machst. Ich hätte Wessex schon gern zusammengehauen, beziehungsweise müsste ich echt mal überlegen, wenn ich das Wessex spiele, weil irgendwie habe ich jedes Mal wieder mit Wessex Probleme, wie blöd. Was mich aber auch wundert, ist, warum sie meine Armee nicht wieder auf mein Vor-Ding-Niveau zurückgeholt hat. Das habe ich nicht ganz verstanden. Weil ich bin vor gefühlte 5000 eben auf 1500 hochgefallen. Ob das meiste von meiner Leibgarde war, das kommt natürlich. Die 5000, was du am Anfang vom Ding hast, denn weil du ein fucking Nordmann bist. Bin ich. Und, wie heißen sie? Bar-Elger-Veteranen hast. Und die verliere ich, weil ich stirb. Die verlierst du nicht, weil du stirbst. Die verlierst du dadurch, dass du... Ja, wohl. Dadurch, dass du stirbst... wohl. aber es läuft im Prinzip so. Du startest als... Aber das heißt, ich müsste währenddessen volle aufbauen. Du startest mit Typ im nordischen Gebiet. Weil ich hab das als Option da... Ich hab das irgendwo mal als Option da gehabt, beziehungsweise... Und ist auch wieder kriegen. Ich cool. Glaub, dass das nicht geht, wenn ihr Königreich habt. Aber ich weiß, dass es als Herzog geht. Da kriege ich die Option so, Entscheidungen, bla bla bla. Und war ärger Ding machen, ne? Achso, warte, das ist. Mit dem sage ich mich im Prinzip vom nordischen Gebiet um los. Krieg für das Haufen Drucken. Wo kann ich irgendwo hin marschieren? Zum Beispiel England, Britannien. Dann marschiere ich rein mit deiner Truppen und besitze das Gebiet als Nordmann. Die ganzen Gebiete, was ich oben eingenommen habe, also was oben mir gehört haben und meine Untertanen, die werden unabhängig. Ja. Und ich erschließe das Gebiet, was ich eingenommen habe, als mein neues Herrschaftsgebiet. Aha. Okay. Das heißt, so ist es quasi. Aha, ja, okay, das macht Sinn. Also, hast du im Prinzip quasi gemacht, bevor wir spielen. Ja.
mit Montague und deswegen waren die leider da französisch. Ist zwar ganz lässig. Ich weiß nicht, ob es Sinn, dass es macht. Also, meiner Meinung nach macht es in-game, also Metagaming-mäßig wenig Sinn. Ja, weil wir kommen bei dir. Das ist ein Neuanfang FTW. Es ist ein Neuanfang FTW. Ja, du kriegst einen Haufen Truppen dazu, das muss ich schon sagen. Aber es ist ein Neuanfang FTW und das geht nur, solange du halbwegs klar bist. Ja. Aber du verlierst dann die ganzen Gebiete, was du vorher gemacht hast. Mhm. In irgendein Gebiet, was deine Sprache nicht kann, was deine Kultur nicht hat. Und. Wo mich jeder hasst am Anfang. Wo die jeder hasst. Aber. Und jeder von den Leuten, was die irgendwie mitnehmen konnten, sind so weit weg, dass sie nicht in dein Sphere of Influence sind, dass du mit einer reden kannst. By the way, ich hab bretonisch. Ja, by the way, ich hab irgendwie geschafft, bretonisch zu werden, gell? Und Kultur überhaupt zu werden. Ich weiß aber nicht mehr wie. Wenn so blöd ist, wenn du sagst, mein Wessex spielen möchtest, möchtest du nicht lieber Jorvik spielen? Jorvik? Jorvik. Was ist Jorvik? Ah, ja, das ist Jorvik. Ja. Auf Umbria gehört da am Anfang dazu. Und es sind. Also irgendwie dann irgendwann einmal. Meine Verbündeten. Kann man mal machen. Dann dreh die Wessex und dann hol ich mir die Bretagne. Aber. Weil wenn du Jorvik bist, kann ich dich actual unterstützen. Kann man mal machen. Mal lieber die Möch. Passt, ich speichere das Ding jetzt also nicht. Okay. Hast du schon meinen Königshof gesehen? Ich bin der Herzog. Jörnson. Was hast du? Ja, mein Vater ist gestorben. Der hat Björn. Ja, irgendwas. Mir geht das so auf die Eier, dass ich mir keine Kopie nicht aber raussuchen kann. Kannst du so, nicht? Ein Geschenk kriegen muss. So. Ja, da merkst du meine Konkubine haben sie. Ja, bitte. Thanks, I guess. Oh, tschüss. Flap und weg ist es. Oh, mein Mann schaut voll. Bei mir ist es noch nicht hier. Ja, mein Mann schaut volle Dinge aus. Für das, dass er jünger ist wie ich, schaut er schon voll verbraucht aus. Aber ich muss auch sagen, ich schaue aus wie 19, habe auch schon 3 Kinder geschmissen und bin öder wie er. Es ist so hart. Ich beziehe einfach kurz, dass er seit 3 Kinder geschmissen schaue auf die 19. Und der Typ ist einfach erst volljährig geworden, wo ich schon regiert habe. Steht auf. Nein. Was? Nein. Er ist volljährig und wo du schon mindestens 5 Jahre regiert hast. Das ist richtig. Ich bin ungefähr gefühlt. Er war, glaube ich, 8. Ja, und 8. habe ich das Verlöbnis so gestartet. Ich hab sehr jung regiert und fang wohlgemerkt, aber. Also, Schotter kann. Schotter. Ich kann mir so vorstellen, er 16, so quasi volljährig ins Spiel und so. So, jetzt geht's auf. Das gehört mir. Alles. Geh weg. So, du darfst gar nichts da. Meins. So. Und dann, die ganze Zeit hörst du nur draußen so. Give me that bad. Ja. Ich hoffe, das geht sich aus bis Sonntag. Was? Dungeons and Dragons. Ich bin irgendwie noch gar nicht. Ich hab mir noch nicht durchgelesen, was man sagt. Wir wollten noch nach Ding gehen, gell? Irgendwo hier, yes. Nach Neverwinter. Ja, yeah, yes. Neverwinter kommt. Ah ja, kann es sein, dass ich die Story voll ruined hab, weil ich es gespoilert hab. Was? Kann es sein, dass du der Story voll gespoilert hab? Weißt du, dass du die Map geschickt hast? Map habe ich geschickt, die haben wir schon gemacht. Ah, die hab's schon gemacht. Ich hab sie nur das letzte Mal nicht gefunden und hab mir gedacht, so, ja, da ist ich schick sie eine. Aha. Und deswegen hat der Maxi auch gesagt, hey Onkel.
weil er das letzte Mal für er ruht, um zu erkennen, was es ist. Es ist ein Drach. Na, was das ist. Das brauche ich nicht ruhen, das sehe ich ja auch nicht. Das, im Prinzip siehst du es ja nicht, wenn du direkt davor stehst, ne? Wenn sie oben stehen, dann ist da gestanden so, ja, wenn sie oben stehen, dann erkennen sie, dass es ein Drache ist. Oder in Form eines Drachen ist, ne? Ja. Dann magst du so, ja, ich ruhe, um zu erkennen, oder ich ruhe halt Investigation-Ding, ne? Ja. Dann magst du so, boah. Und dann magst du so, na, ich dann zum magst du so, weil er Häusendrachen, das heißt, er ist ein grüner Drachen. Ja. Dann so, bist du sicher? Dein Onkel? Und ich hab den Namen vergessen, was ich gesagt hab. Ja. Aber so, bist du sicher, das ist der Onkel, bla bla bla, ne? Dann so, Onkel, was haben sie mit dir gemacht? Dann so, ja, auf jeden Fall einen Geheimeingang, oder sie haben dann einen Geheimeingang gefunden, ne? Mhm. Sind da unten, weil das ist alles künstlich angelegt. Okay. Ah, die Drachenform ist künstlich. Oh. Und dann magst du dann so, I'm starting to doubt if that is really my uncle. Also, aber mir fällt gerade ein, ich hab in die Ordnung gemacht, wo ich mittlerweile einen Haufen PDFs drin hab. Okay. Was ist wie das Official Player Handbook? Mhm. Praktisch ist. Okay. Es ist ja den. Okay. And? Wir können vor, du bist zu einem Punkt kommen, aber ich herkomme. Es ist in Englisch, dafür ist es gratis, huh? Und hat 293 gesehen. Das heißt, es, glaube ich, ist incomplete, weil drauf steht Character Sheet 317. Heute 317. Gibt's nicht wahrscheinlich. Ah, ich weiß noch nicht, wo es fällt. Tja. Ja. Ich hab mir auch schon überlegt, ob ich nicht beim D&D Beyond ein bisschen was tue, aber. Was ist D&D Beyond? Hä? Was ist D&D? Wieso? Du hast alles kaufen und du hast nicht kaufen. Wenn du was kaufst, dann können sie deine Freien trotzdem nicht haben, weil. Du brauchst dann einen Account, der was 6 Euro im Monat kostet, damit deine rein das gleiche nutzen können, was du schon gekauft hast. Yay. Ja, was ist, wenn du Charaktere hast aus dem Ding, dann ist es ja wohl scheißegal. Ja, aber für. Guess, hey. Alter, ey. ich hab mir ein Ding gekauft. Ich hab mir die Erweiterung gekauft für Dragon of the Icepire Peak. Also die Bange, ja. Was wir jetzt spielen, ja. Holen wir die weiteren Kraft, damit wir dann auch noch weiterspielen können in der gleichen Welt. Mit den gleichen random Stuff in der Gegend. Wieso machst du nicht Homebrew? Weil das da alles noch dazugehört. Und Homebrew fucking viel Arbeit ist. Ja. Yeah. Und ich Homebrew schon was beim Reißen bin, aber. Na dann. Ich hab erst einmal dazu wirklich was ordentlich gemacht. Und da kann er dreimal dazu. Und die dreimal bin ich irgendwie gar nicht motiviert, irgendwas zu machen. Aber du kannst ja Homebrew reißen. Me, not the Dungeon Master. Homebrew so ausführlich reißen, dass ich jemen kann. Ah. Mal schauen. Okay. Dann hast du so einen geilen Meme gesehen. Ja. Ich muss jetzt erstmal meinen Stream beenden. Ganz gemütlich einmal. Passt so überhaupt nicht mehr Endcard dazu, aber ich möchte mir Guild Wars Endcard. Aber scheiß drauf. Wenigstens habe ich in Birger sein Ding, seine Schrift ausgefunden, die er überall hernimmt. Aber ja. So, dann wollen wir da beenden. Und beenden.